Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal ein paar neue Nägel für euch. Die bearbeite ich jetzt zum ersten Mal. Das heißt, ich weiß noch nicht wirklich, was haftet, wie es haftet. Und ja, trotzdem legen wir los, wie immer mit der Naturnagelvorbereitung. Das heißt, mein Modell hat sich die Hände desinfiziert und jetzt schiebe ich als erstes die Nagelhaut zurück, dann kommt das übliche Entfernen der unsichtbaren Nagelhaut und wenn das beendet ist, raue ich mir den Naturnagel an und dann geht's los mit Tippkleben. Nachdem ich mir den Feilstaub entfernt habe, passe ich mir oder suche mir die passenden Tipps raus. Wir haben hier naturfarbene Tipps, die in einer eckigen Form und ja, ich werde mir die jetzt für alle Finger raussuchen, anpassen und dann können wir auch schon loslegen mit dem Kleben. Guti, meine Lieben, das Aufkleben der Tipps brauche ich euch nicht zu zeigen. Deshalb gibt es hier einen Schnelldurchlauf. Wir starten dann erst wieder mit dem Befeilen. Da mein Model noch Kleinkinder zu Hause hat, möchte sie die Nägel recht kurz. Wir haben uns dazu entschieden, die kuppenbündig zu machen. Und ja, erst kommt die Tippkarte zum Einsatz und dann die Feile. Gut, das hätten wir auch erledigt. Jetzt geht's schon mit dem Feilen los. Zuerst befeile ich mir das freie Nagelende, sprich begradige das und danach kommen dann die Seitenlinien und zum Schluss befeile ich mir den Übergang von Kunst auf Naturnagel und raue mir den Kunstnagel auch noch an. Kleine, aber wichtige Info, nur auf dem Kunstnagel feilen, nicht auf dem Naturnagel. Bevor es jetzt losgeht mit dem Gel, trage ich mir zuerst eine dünne Schicht vom Ultrabond auf, da ich, wie gesagt, noch nicht weiß, wie die Nägel, das Gel und so weiter haften. Deshalb gehe ich zuerst mal auf Nummer sicher. So, meine Lieben, jetzt geht der Spaß los. Ich beginne mit dem Auftrag des Gels, verwende hier als erstes ein Grundiergel. Ich benutze das von Jollyfeen Grundiergel, bin sehr zufrieden damit. Das trage ich mir in einer ganz, ganz dünnen Schicht auf und massiere mir das auch richtig in den Naturnagel ein. Ganz wichtig ist dabei, es darf nichts in die Ränder gelangen, weil sonst kann es zu Liftings kommen und die wollen wir ja gerade nicht. Also meine Lieben, immer schön drauf achten, Ränder sehr vorsichtig, nichts darf reinlaufen und ja, soll es doch mal passieren, dann holt es euch bitte schnellstmöglich wieder da raus. Und nicht vergessen, natürlich für 2 Minuten unter UV oder 30 bis 60 LED aushärten lassen. So, jetzt kommt der Aufbau dran. Zuerst trage ich mir eine dünne Kontaktschicht auf.
Danach mache ich mir den Aufbau, das mache ich bei allen Nägeln und dann ist auch schon soweit, die Nägel zu befeilen bzw. den Aufbau. Wenn ich das erledigt habe, komme ich dann wieder zurück zu euch. Okay, der Aufbau ist befeilt, dann habe ich mir die Oberfläche mit dem Buffer etwas glatt gefeilt und jetzt haben wir, also natürlich den Feilstaub, Heidewitzka, Feilstaub entfernt. Die Qual der Wahl war, das habe ich euch aber nicht ganz gezeigt, also welche Farben. Und wir haben uns dann für, ja, schaut einfach selber, was wir gemacht haben. Ja, schusslich wie ich bin, haben wir schon losgelegt, bevor die Kamera überhaupt eingeschalten war. Das heißt, ich erzähle es euch jetzt, was wir für Gele benutzt haben. Wir haben ein holographisches Pink von Jollyfeen. Damit machen wir die French. Wir machen aber auch keine French mit einer akkuraten Linie. Es kommt ja dann noch ein bisschen Design drauf und da brauchen wir keine akkurate French. Aber lasst euch überraschen. Jetzt kommt erstmal die nächste Farbe, denn für einen Nagel machen wir keine French, sondern direktes Full Cover. Vorher habe ich mir meinen Pinsel nochmal gereinigt, da ich ja die Farben nicht miteinander vermischen will. Und ich versuche gerade hier die Zeit zu überbrücken mit Gequassel, bis dann, jetzt kommt's. Die nächste Farbe kommt, nämlich von Aretini das Absinth. Ja, ein bisschen lila, ein bisschen grün, passt auch von den Farben her zur Weihnachtszeit. Lasst euch überraschen, es kommt ja noch ein bisschen Design. Nachdem ich mir jetzt aber dann alle Farben aufgetragen habe, lasse ich das aushärten. UV 2 Minuten, UV-LED 60 Sekunden. Dann kommt noch ein zweiter Farbgelauftrag. Das zeige ich euch aber nicht, weil das ist genauso wie der erste. Und dann geht's weiter. Nachdem das Farbgel, also auch die zweite Schicht ausgehärtet ist, trage ich mir direkt im Anschluss ein mittelviskoses Einphasengel auf. Das lasse ich ebenfalls nicht aushärten, denn ich möchte in das Einphasengel ein bisschen Glitzer einlegen. Und ja, dazu braucht man natürlich eine Schicht, ne, wo man das Glitzer ordentlich einlegen kann. Also, ihr seht es gerade hier, wir haben uns für ein, ja, Multicolor Lila in den schönsten Farben entschieden. Ja, das kommt auf alle Nägel mit French. Deshalb haben wir uns auch keine, Entschuldigung, arschglatte French gezogen, sondern haben die so ein bisschen ungenau gemacht. Ja, das mache ich jetzt bei allen Nägeln und dann geht es auch gleich weiter. Als nächstes kommt ebenfalls in die gleiche Schicht noch ein zweites Glitzerpuder. Das ist ein etwas feineres und helleres Lila bis Roséfarben. Das machen wir so als kleines, ich sag mal, Lückenfüllerchen und ja, sieht ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Also mir hat es und meinem Model sehr gut gefallen. Nun kommen wir zum Fullcover-Nagel, den habe ich mir angebuffert und als nächstes male ich mir da eine Schneeflocke. Nun im nächsten Schritt kommt das Dotting-Tool zum Einsatz mit einer feinen Kugel mit der gleichen Farbe. Ich habe ja das French Gel White von Jollyfeen, das Extreme White. Ich setze mir an jedes Ende ein Pünktchen und wenn das erledigt ist, lassen wir das auch schon wieder aushärten. Gut, weiter geht's. Nachdem
das ausgehärtet ist, habe ich mir das überschüssige Glitzer mit einer Bürste entfernt. Bin noch mal kurz mit dem Buffer drüber, um Unebenheiten zu entfernen. Und jetzt wird versiegelt. Ich nehme mir einen Versiegler aus der Pinselflasche ohne Schwitzschicht von Eminails. Den lasse ich dann in meiner UV-Lampe für 90 Sekunden aushärten. Und solltet ihr eine, also ich habe ja eine LED-Lampe, und solltet ihr eine UV-Lampe haben, 2 Minuten, beziehungsweise müsst ihr mal probieren, 2 mal 2 Minuten. Abschließend, nachdem die Nägel etwas abgekühlt sind, trage ich noch ein gut duftendes Nagelöl auf. Wir haben uns hier für Vanillekipferl entschieden. Riecht sehr gut weihnachtlich und das habe ich dann ein bisschen einmassiert. Nicht auf den Nagel direkt, weil das könnte sonst stumpf werden. Zum Schluss drapiere ich mir die Hände noch für mein Fotoshooting. Und für euch bleibt zu sagen, das war's zu diesem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.